Nie zuvor in der Menschheitsgeschichte waren wir reicher, weiter fortgeschritten oder mächtiger als heute. Und doch überfordert uns der Klimawandel völlig. Es scheint auf den ersten Blick einfach. Treibhausgase schließen Sonnenenergie in der Atmosphäre ein. Das führt zu milderen Wintern und krasseren Sommern. Trockene Regionen werden noch trockener, feuchte Regionen noch feuchter. Zahlreiche Ökosysteme werden zugrunde gehen, während der steigende Meeresspiegel Küsten und Küstenstädte verschlucken wird. Aber warum? Naja, verhindern wir das dann nicht einfach? Tja, es ist kompliziert. Beim Klimawandel konzentriert sich die öffentliche Debatte oft auf ein paar wenige Schlüsselthemen wie Kohlekraftwerke, Kraftfahrzeuge oder rülpsende Kühe. Deshalb sind die Lösungen oft vereinfacht. Rein von Solaranlagen zur Arbeit radeln, irgendwas mit Nachhaltigkeit. Und ein großes Thema ist immer die Eigenverantwortung. Wie du dein Leben anpassen sollst, um den Klimawandel zu stoppen. Genau das wollen wir in den nächsten paar Minuten herausfinden. Wir möchten dich bei diesem Video ermutigen, bis zum Schluss dran zu bleiben. Denn wenn wir über echte, umsetzbare Lösungen sprechen wollen, müssen wir zunächst einmal das Problem verstehen. Das ganz große, große Ganze. Die moderne Industriegesellschaft, die wir in den letzten 150 Jahren errichtet haben, schadet unserem Planeten. Quasi alles, was unser Leben einfacher, sicherer und bequemer macht, ist schlecht für die Biosphäre. Unser Essen, unsere Straßen, unsere Kleidung, unsere Gadgets, unsere Transportmittel und die angenehmen Temperaturen, die wir künstlich schaffen. Während die meisten Menschen die negativen Auswirkungen von Energie, Rindfleisch, Autos und Flugzeugen kennen, wird über viele der größten Umweltverschmutzer kaum gesprochen. Die Emissionen von Mülldeponien sind genauso erheblich wie die sämtlicher Flugzeuge. Der Betrieb unserer Häuser gibt noch mehr CO2 ab als alle Autos zusammen. Und die Herstellung eines Autos verursacht so viele Emissionen wie der Bau von 2 Metern Straße. E-Autos sind also ganz nett. Aber solange wir am Straßenbau nichts ändern, werden auch sie das Problem nicht lösen. Einen kleinen Teil des Industriesystems zu verändern, reicht einfach nicht. Jedes der vielen Einzelteile braucht eine eigene Lösung. Und das ist oft gar nicht so einfach. Und selbst wenn wir eine Lösung hätten und wüssten, was zu tun ist, heißt das noch lange nicht, dass wir das dann auch einfach tun können oder wollen. Im Kampf gegen den Klimawandel gibt es viele Stolpersteine. Und der auffälligste ist die Kluft zwischen Arm und Reich. Emissionen versus Armut. Es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Wohlstand eines Landes und seinem CO2-Ausstoß. In anderen Worten, reiche Leute verursachen eher mehr Emissionen. Also wäre die Lösung doch, dass die Reichsten auf der Erde einfach ihren extravaganten Lebensstil ändern, oder? Das würde zwar helfen, aber das Problem auch nicht lösen. Das liegt daran, dass 63% der weltweiten Emissionen aus Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen stammen. Länder, in denen die Leute nicht im Luxus leben, sondern schlimmstenfalls nur versuchen, knapp der Armut zu entgehen und bestenfalls ein einigermaßen komfortables Leben erreichen. Die bedauerliche Realität sieht aktuell so aus, dass Emissionen unvermeidbar sind beim Schritt von der Armut hin zum Mittelstand. Entwicklungsländer aufzufordern, ihre Emissionen zu verringern, wirkt also, als wollte man sie klein halten. Es ist sehr schwierig, von einer Region zu verlangen, die Urwälder zu schützen und in Solaranlagen zu investieren, statt Holz zu verbrennen, wenn für einen Großteil der Bevölkerung kaum die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Sparen ist also keine gern gesehene Forderung. Vor allem, wenn das Länder verlangen, die in der Vergangenheit selbst nur dank Umweltverschmutzung reich werden konnten. Für Milliarden Menschen bedeuten mehr Emissionen ein besseres Leben. Vergessen wir das, neigen wir dazu, unrealistische Lösungen vorzuschlagen. Zement zum Beispiel. 8% der CO2-Emissionen stammen aus der Zementherstellungsindustrie. Alles klar, nutzen wir also einfach keinen Zement mehr, oder? Aktuell ist Zement aber auch ein günstiger und einfacher Weg, erschwinglichen Wohnraum für die wachsende Bevölkerung in Entwicklungsländern zu bauen. Und solche Beispiele gibt es viele. Selbst reiche Länder sind sich nicht immer einig, wie der Klimawandel zu lösen wäre. Die Abkehr von Kohle, Gas und Öl in der Energieerzeugung wird durch hitzige Diskussionen darüber verzögert, was wir denn sonst nutzen können.
Bürger können kategorisch gegen Atomenergie sein, gleichzeitig aber auch keine Solar- oder Windkraftanlagen in der Landschaft stehen haben wollen. All diese Punkte wären an sich überwindbar. Aber es gibt Dinge, von denen wir im Moment noch nicht wissen, wie. Allen voran unsere Ernährung. Emissionen oder Tod? Schon bald werden wir 10 Milliarden Menschen ernähren müssen. Und wir wissen nicht, wie wir das ohne den Ausstoß von Treibhausgasen schaffen sollen. Weil die moderne Nahrungsmittelproduktion Düngemittel benötigt, ist es unmöglich, Nahrung emissionsfrei zu produzieren. Die Reisproduktion alleine stößt jedes Jahr so viel Methan aus, dass es praktisch den Emissionen des gesamten globalen Luftverkehrs entspricht. Noch schlimmer ist, dass die beliebtesten Nahrungsmittel die höchsten Emissionen haben. 57% aller nahrungsmittelbezogener Emissionen stammen von tierischen Nahrungsmitteln, obwohl diese nur 18% der weltweiten Kalorien und 37% des Proteins ausmachen. Und je wohlhabender die Leute auf der ganzen Welt werden, umso mehr Fleisch wollen sie. Traditionell ernährten sich die meisten Kulturen hauptsächlich pflanzlich mit wenig Fleisch. Aber durch die industrialisierte Fleischproduktion und die Massentierhaltung ist Fleisch zu einem Grundnahrungsmittel geworden. Ein regelmäßiger Genuss in hochentwickelten Ländern und ein Status- und Wohlstandssymbol in Entwicklungsländern. Heute dienen etwa 40% des bewohnbaren Landes der Erde irgendwie der Fleischproduktion. Eine Fläche so groß wie Nord- und Südamerika zusammen. Auf diesem Land könnten sonst wieder einheimische Ökosysteme entstehen, etwa Wälder im Amazonas, die dann wiederum Kohlenstoff aus der Atmosphäre ziehen würden. Aber stattdessen wird ein Großteil davon eingesetzt, um Nutztiere zu füttern. Die vorhandenen Lösungen sind einzigartig gut darin, jeden auf dem politischen Spektrum und ganz gleich, ob arm oder reich, unzufrieden zu machen. Fleisch ist ein hochemotionales Thema. Und es gibt jede Menge unsinnige Ablenkungsversuche dazu, wie etwa Vergleiche mit den schlimmsten Emissionsquellen. Letztendlich ist es ziemlich einfach. Weniger Fleisch zu essen wird den Klimawandel nicht stoppen. Aber wir können den Klimawandel auch nicht stoppen, ohne weniger Fleisch zu essen. Das gilt auch für vieles andere, was zwar weniger überlebenswichtig ist, aber realistischer gesehen auch schwer abzuschaffen. Flugverkehr zum Beispiel, Überseefracht, Bergbau und die Produktion von Geräten, die YouTube-Videos abspielen können. Aber was bedeutet das? Müssen wir unseren ganzen Lebensstil aufgeben und können ärmere Länder dieses Leben nie erreichen? Könnte uns nicht einfach irgendeine Technologie retten, damit wir weiterhin unsere großen Autos fahren und jeden Tag Fleisch essen können? Lösungen versus Kosten. Im Prinzip existiert so eine Technologie. Mit der sogenannten Direct Air Capture wird CO2 direkt der Luft entzogen und kann dann unterirdisch eingelagert oder für die Herstellung verschiedener Produkte verwendet werden. Warum wird das also nicht überall und in jeder Industrie eingesetzt? Weil uns das mit der aktuell verfügbaren Technologie jedes Jahr um die 10 Billionen Dollar kosten würde. Das ist die Hälfte des Bruttoinlandproduktes der USA. Dieses Geld muss irgendwoher kommen und im Moment will das niemand investieren. Die Kosten dafür, einfach auf die schlimmsten Verschmutzer wie Stahl- und Kohlekraftwerke abzuwälzen, würde deren Produktpreise verdoppeln, weshalb diese Industrien, die mit sehr engen Gewinnmargen arbeiten, bankrott gehen würden. Die Regierung zur Kasse zu bitten, klingt logisch, aber jede Menge staatliche Mittel fließen genau ins Gegenteil, in die Subventionierung von Öl und Gas etwa. Das scheint widersprüchlich, folgt aber einer klaren Motivation. Indem die Treibstoffpreise künstlich tief gehalten werden, bleiben auch Transportkosten und somit die Güter des täglichen Gebrauchs günstiger, was für Milliarden Menschen auf der ganzen Welt riesige soziale Auswirkungen hat. So entstehen politische Lobbys und Anreize, die diesen Kreislauf immer weiter antreiben, was es so schwierig macht, ganz von fossilen Brennstoffen wegzukommen. Deshalb scheinen teure Lösungen wie Carbon Capture für vermeintlich weit entfernte Probleme aktuell nicht so wichtig, weil unmittelbar niemand wirklich davon profitiert. Manche argumentieren, dass nur die Abkehr vom Kapitalismus aus diesem Chaos führt. Andere sagen, die Märkte müssten sogar noch freier werden, ganz ohne Eingriffe wie Subventionen. Und wieder andere behaupten, dass wir etwas bräuchten, was gemeinhin als Degrowth bezeichnet wird. Das heißt, wir müssten uns Menschheit insgesamt zurücknehmen.
Tatsächlich bemüht sich zumindest aktuell aber kein einziges politisches System besonders darum, wirklich nachhaltig zu werden. Und auch in der Vergangenheit hat das noch niemand getan. Außerdem haben wir keine Zeit, lange zu überlegen und rumzuprobieren. Wir müssen jetzt Lösungen umsetzen. Nicht nur, um den Emissionen Einhalt zu gebieten, sondern auch, um das bereits in der Luft vorhandene CO2 zu reduzieren. Es ist zu spät, es ab jetzt einfach besser zu machen. Wir müssen frühere Fehler wiedergutmachen. Mit jedem verschwendeten Jahr werden immer extremere Veränderungen unvermeidbar. Okay, kurz mal tief durchatmen. Der Klimawandel und die Welt, in der wir leben, sind kompliziert. Hier kommt ihr, liebe Viewer, ins Spiel. Kannst du bitte den Klimawandel stoppen? Heute wird viel erzählt, dass wir alle verantwortlich sind für den Klimawandel. Dass wir alle unseren Part übernehmen müssen. Warum kaufst du dir kein neues E-Auto? Warum tauschst du den Gasherd nicht gegen einen elektrischen ein? Wie wär's, die Fenster doppelt zu verglasen, kein Fleisch mehr zu essen und das Licht auszumachen? Die Verantwortung von den größten Umweltverschmutzern auf den Durchschnittsmenschen, also dich, abzuwälzen, ist viel einfacher, als die Probleme zu lösen. Extra Punkte gibt's dabei, wenn für das Lösen des Klimawandels auch noch ein neues Produkt verkauft wird. Wenn du das Geld oder die Zeit dafür nicht hast, solltest du dich schlecht fühlen. Diese Botschaft ist so stark, weil sie wahr ist. Am schnellsten könnten wir CO2-Emissionen reduzieren, wenn sämtliche reichen Gesellschaften ihren Lebensstil drastisch ändern und ärmere Menschen diesen Lebensstil gar nicht erst erreichen wollen würden. Alle müssten also das Klima über Bequemlichkeit und Reichtum stellen. Wenn du dir dieses Video anschauen kannst, gehörst du auch dazu. Aber wir haben erst kürzlich ein weltweites Experiment im Zuhausebleiben erlebt, wo wir weniger Transportmittel benutzt und weniger konsumiert haben, die Corona-Pandemie. Das alles hat die CO2-Emissionen 2020 lediglich um 7% gesenkt. Von Durchschnittsmenschen zu verlangen, den Klimawandel zu stoppen, kann angesichts des Ausmaßes des Problems gar nicht funktionieren. Individuelle Bemühungen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen sind zwar nett, aber im Vergleich zu der systemischen Realität der weltweiten Emissionen verschwindend klein. Das Konzept eines individuellen CO2-Fußabdrucks hat 2005 eine Werbung des Ölkonzerns BP populär gemacht. Quasi eine der effektivsten und fiesesten Propagandamaßnahmen, die uns alle immer noch sehr stark vom wirklichen Problem ablenkt. Würdest du für den Rest deines Lebens 100% deines CO2-Ausstoßes verhindern? Würdest du so viel einsparen, wie der weltweite Energiesektor in einer Sekunde ausstößt? Selbst der motivierteste Mensch kann nicht einmal eine winzige Veränderung herbeiführen. Mit allen Gefahren des Klimawandels, dem Ausmaß unserer Emissionen und der fehlenden Einigkeit darüber, wie wir das lösen sollen, scheint das eine unüberwindbare Herausforderung. Das kann Entscheidungsmüdigkeit verursachen und als Freifahrtschein wirken, sodass du plötzlich kein schlechtes Gewissen mehr hast, dich völlig kontraproduktiv zu verhalten. Wir haben selber lange mit diesem Thema gehadert, weshalb es so lange gedauert hat, dieses Video zu machen. Was kannst du also tun? Es gibt dazu viele unterschiedliche Ansichten, die heiß diskutiert werden. Wir wissen nicht, wer recht hat. Wir können dir lediglich die Kurzgesagt-Perspektive und unsere Meinung bieten. Unsere Meinung. Was können wir wirklich tun? Wir brauchen neue Wege, über den Klimawandel zu sprechen und nachzudenken. Eine umfassende, systemische Herangehensweise. Wir müssen die Grundlagen unserer modernen, industrialisierten Gesellschaften verändern. Wie wir jetzt frustrierend lange erklärt haben, wird unsere Eigenverantwortung völlig überbetont. Um das System aus Technologie, Politik und Wirtschaft in diesem Ausmaß zu verändern, müssen wir zunächst einmal jene Menschen beeinflussen, die am Hebel sitzen. Politiker müssen wissen und richtig zu spüren kriegen, dass ihr eigener Erfolg vom Kampf gegen den Klimawandel abhängt. Wollen Regierungen und Politiker Gesetze nicht ändern, die ihre Spender und große Steuerzahler betreffen könnten, müssen wir sie abwählen und Leute an die Macht bringen, die sich auf die Wissenschaft stützen. Wir müssen die Politik in die Verantwortung nehmen, die effektivsten Strategien gegen den Klimawandel auch wirklich einzusetzen. Wir sollten keine Zeit mit Verboten von Plastiktrinkhalmen verschwenden, sondern die großen Hebel in Bewegung setzen. Nahrungsmittel, Transport und Energie. Ohne dabei kleinere Dinge zu vergessen, wie Zement oder das Bauwesen.
Weigern Industrien sich, etwas zu verändern, weil sie Angst vor Verlusten haben oder weil sie selbstverständlich ihre Leute schützen wollen, brauchen wir Politiker, die die Gesetze ändern, die Anreize zugunsten existierender Technologien setzen und dort, wo wir noch keine guten Lösungen haben, in Innovation investieren. Es gibt keinen Grund, die Profitinteressen der Industrien nicht mit der Notwendigkeit zu verbinden, unsere CO2-Emissionen so gut wie möglich zu reduzieren. Und wenn sie dann immer noch nicht mitmachen, müssen wir sie mit harten Strafen und Regulationen dazu zwingen oder sie in den Ruin treiben. Es ist trotzdem unrealistisch, dass ein Wandel dieser Größenordnung der weltweiten Wirtschaft schnell genug aufgezwungen werden kann. Denn viele emissionsarme Technologien benötigen immer noch viel Zeit und Forschung, sind also teuer. Aber Firmen werden bessere CO2-Abscheidungssysteme, leckere Fleischalternativen, bessere Batterien, Zementalternativen und so weiter erfinden, wenn es eine klare und wachsende Nachfrage gibt. Und wenn du das Geld dafür hast, kannst du deinen Teil leisten, indem du jetzt in solche Innovationen investierst, wenn sie noch teuer sind. Dadurch werden die Preise später sinken. So kannst du also etwas verändern. Auf dem Stimmzettel und mit dem Geldbeutel. Es gibt in der Sache zu viele gegensätzliche Interessen und komplizierte Grauzonen. Kriegen wir am Schluss wirklich den benötigten systemischen Wandel hin, wird jeder mit irgendeinem Aspekt davon nicht ganz zufrieden sein. Aber nur wenn wir alle akzeptieren, dass manche Lösungen auch negative Folgen für uns haben werden, können wir ein ehrliches Gespräch führen und vorankommen. Alle werden auf ein bisschen was verzichten müssen und das ist in Ordnung. Das ist wirklich das Beste, was du tun kannst. Dich der Realität stellen und mit deinem Verhalten und deinen Taten deine Prioritäten klar machen. Und währenddessen kannst du weniger Fleisch essen, weniger fliegen und ein E-Auto kaufen. Nicht, weil du dich schuldig fühlen müsstest oder weil du naiv daran glaubst, dass du im Alleingang den Klimawandel stoppen kannst, aber um deinen winzig kleinen Teil zum systemischen Wandel beizutragen, den wir dringend brauchen. Und es gibt eine Möglichkeit, wie du jetzt aktiv werden kannst, indem du mit unseren Freunden von REN zusammenarbeitest, um deine CO2-Emissionen auszugleichen. Indem du REN.co besuchst und ein paar Fragen beantwortest, kannst du deinen persönlichen CO2-Fußabdruck ermitteln. Der erste Schritt sollte immer sein, deinen Fußabdruck zu verringern, aber das ist nur begrenzt möglich. Mit REN kannst du den Rest mit einem monatlichen Abonnement ausgleichen, das Projekte unterstützt, die Bäume pflanzen, Regenwälder schützen und CO2 aus der Luft entfernen. Das ist einer von vielen Wegen, um in der Klimakrise einen echten Unterschied zu machen. Für deinen monatlichen Beitrag erhältst du regelmäßig Bilder und Updates von dem Projekt, das du unterstützt und kannst die Resultate direkt sehen. Wir schätzen REN's Fokus auf Transparenz. Du kannst jederzeit nachvollziehen, wie dein Geld ausgegeben wird. Ein besonders spannendes Projekt ist das sogenannte Enhanced Mineral Weathering, weil es der Atmosphäre dauerhaft CO2 entzieht. Dazu werden winzige Partikel des Gesteins Basalt über europäischem Ackerland ausgebracht. Wenn es regnet, reagiert der Basalt mit dem im Regenwasser gelösten CO2 und erzeugt als Nebenprodukt Carbonatminerale wie Kalkstein. Die sind äußerst stabil und halten das CO2 viele tausend Jahre lang aus der Atmosphäre fern. Damit wird der natürliche Kohlenstoff-Silikatzyklus der Erde unterstützt. Melde dich über ren.co/kurzgesagt.de an und hilf unserem Planeten. Da uns der Klimawandel am Herzen liegt, werden wir persönlich den ersten Monat für die ersten 200 Personen bezahlen, die sich anmelden.